Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe heute ein Special-Gast für euch dabei und ein geiles Thema und ich lache ein bisschen. Es ist vielleicht gar nicht so lustig, aber eigentlich schon, weil ihr kennt mich. Ich bin ja durchaus jemand, der relativ selten seinen Mund hält und sagt, was er denkt. Und das stößt eventuell auch mal jemandem auf. Wisst ihr was? I don't give a fuck. Ich kann damit leben. Wenn es einen stört, es ist mir wirklich scheißegal. Und jetzt ist es wieder soweit, dass einer dieser Momente kommt, wo ich einfach mit euch wirklich drüber lachen kann. Denn ihr habt es 100% mitbekommen. 58.000 Accounts sind in Call of Duty gebannt worden. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. In der Regel ist es so, 58.000 neue Accounts werden in der Sekunde neu gemacht. Aber es ging diesmal einem Cheat-Software-Provider an den Kragen, der Unlock-All-Tools verkauft. Und diese Unlock-Alls kennen wir seit Jahren in Call of Duty. Du kannst für 10, 15, 20 Dollar alle Camos freischalten, Zombie-Camo, Mastery-Camo, alle Waffen, alle Aufsätze, alles. Das ist ein Cheat. Das ist wie ein Wallhack, wie ein Aimbot. Das ist nicht erlaubt. Das weiß auch jeder. Trotzdem machen es Leute. Und das ist gar nicht so unriskant. Denn jetzt hat sich Activision endlich gegen einen dieser Cheat-Provider zur Wehr gesetzt und hat so ziemlich alle Kunden, die dort gekauft haben, gebannt. Das Witzige ist, seit 3 Tagen ist das Geheule auf Twitter und überall von diesen Leuten so groß, die sagen, ich hab doch nur eine Camo gewollt. Warum ist mein Account gebannt? Das wusste ich gar nicht. Und unter anderem hat es einen CDL-Pro erwischt, einem der bekanntesten von Seattle, der ebenfalls so ein Unlock-Ultool gekauft hat und der jetzt sagt, Ich wollte nur die Tarnung haben. Warum bin ich gebannt? Wenn ihr keinen Bock habt, für euer Gaming gebannt zu werden und wenn ihr keinen Bock habt auf so eine Scheiße, aber trotzdem ein geiles Game-Erlebnis haben möchtet, dann habe ich hier euren Special Guest oder meinen Special Guest für euch, Matthias von OMGN. Hau rein. Hi, ich bin Matthias von OMGN Controller und möchte uns heute als offizieller Partner von Schepperfeuer vorstellen. Ein paar Worte zu mir. Ich bin 33, leidenschaftlicher Gamer und bei OMGN für den Content zuständig. Wir von OMGN fertigen in Deutschland, genauer gesagt auf der Schwäbischen Alb, in aufwendiger Handarbeit hochwertige Custom Controller her, welche ihr euch nach euren Vorstellungen in unserem Konfigurator gestalten könnt. Ihr habt eine große Auswahl von Designs und Features, wie zum Beispiel Paddles, Smart-Trigger oder Hall-Effect-Sticks, um Stick-Drift zu vermeiden und vieles mehr. Und das Beste, mit dem Code Shepper erhaltet ihr 10% bei uns im Shop. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern und nun viel Spaß beim folgenden Video. Euer Matthias von OMGN. Danke Matthias, danke an das Team für den coolen Support von euch. Ich freue mich sehr darüber. Leute, dicke Empfehlung, wenn ihr einen neuen Controller haben wollt, der euch definitiv nicht gebannt lässt, haut mal unten auf die Videobeschreibung, da ist der Link für OMGN. Wirklich großartige Controller, ich spiele mit dem jeden Sonntag und Mittwoch Rebirth mittlerweile wieder. Choc güzel. Ich muss euch das hier zeigen. Charlie Inter hat das retweetet, Dezerto hat das ursprünglicherweise getwittert. At least one Call of Duty pro in the CDL has had his account been permabanned for using a hacking tool to unlock cosmetic items. Und jetzt, passt auf, es ist Seattle Serge Abusa. Und er schrieb, ich wollte doch nur ein paar Tarnungen haben. Ich habe nichts Falsches getan. Ich habe nichts downgeloadet. Und das größte Problem daran ist, dass diese Idioten wirklich der Auffassung sind, dass das ja alles schon gar kein großes Thema ist. Aus dem einfachen Grund, dass man ja eh nur ein paar Tarnung freischaltet. Keiner von denen redet komischerweise darüber, dass mit den Unlock-All-Tools ein gratis Wallhack mit dabei ist. Aber das lassen wir mal außen vor. Ich glaube denen sogar, dass sie wirklich nur die Camos haben wollten, so wie höchstwahrscheinlich 99% der CDL-Spieler, wie das auch Abusa selber sagt. Aber was er sagt, ist ja auch relativ egal. Das Problem ist, andere Leute wie ihr und wie ich grinden Stunden, Tage, Monate, Wochen, Jahre und sonst was für gewisse Tarnungen in Call of Duty, während sich andere Schwachköpfe einfach rausnehmen, dafür Geld zu bezahlen und es direkt haben. Das ist nicht fair. Wenn Activision das wollen würde, würden sie diese Camos für Geld in den Shop setzen. Tun sie aber nicht. Danach das Witzige, Clayster, den kennt ihr alle, Alltime Pro, hat dann gesagt, dass er mindestens einen Spieler in der CDL kennt, der sogar eine Strafe an Activision dafür zahlen musste, weil auch er für die Tarnung bezahlt hat.
Und das war dann sozusagen der Stein des Anstoßes, wo halt auch, ich sag mal, normale Schwachköpfe, nicht nur CDL-Schwachköpfe gecatcht worden sind. Und Activision hat dann ein Statement rausgehauen. Die sind ja mit Statements immer ganz groß dabei und in der Regel kriegen sie dafür auch Shit von mir, weil das, was sie sagen, eigentlich immer gelogen und falsch ist. Diesmal ist es aber wahr, es sind wirklich alle Leute, die bei diesen Cheat Providers, weil einer bin ich der Meinung, Unlock All Tools gekauft haben, direkt gebannt worden. Und sie sagen, seid gefasst auf die Leute, die irgendwelche Aussagen treffen und sagen, sie wurden einfach nur so gebannt. Wir haben 58 gefundene Accounts gestern gebannt und mehr Bannwaves werden kommen, die sich eben diese Unlock-All-Tools gekauft haben. Und das Problem ist, wie gesagt, Leute, es ist nicht mal nur die Tarnung, wofür andere von euch Stunden, Tage, Wochen einfach grinden, Zeit investieren, damit sie da was Cooles haben, was ihnen gefällt, sondern dass da eben auch ein gratis Wallhack mit in dem Unlock-All-Tool dabei ist. Und ich kann absolut verstehen, warum ein Game-Developer oder Publisher wie Activision da die Grenze setzt. Die Frage, die man ehrlicherweise stellen muss, warum erst jetzt? Diese Unlock-All-Tools gibt es seit Jahren, die gibt es seit, ich bin der Meinung, Call of Duty Ghosts sogar. Und da wurde nie irgendetwas bis heute getan. Ich hatte damals in Call of Duty Ghosts sogar selber ein Unlock-All-Tool. Das hat irgendwie 5 Euro gekostet. Das ist halt, keine Ahnung, 12 Jahre her. Und damals war es aber nicht, damit man die Tarnung frei hat, die man sowieso hatte, oder ich, sondern in Call of Duty Ghosts hattest du bessere Lobbys mit einer schlechteren KD, weil du, oder nicht die Lobbys waren besser, aber du bist ins bessere Team gekommen. Und das war damals so eine eklige Art, ins bessere Team zu kommen und auf Noobs zu shitten. Das war halt damals vor 12 Jahren irgendwie kein so Thema wie heute. Und wenn man sich jetzt so die Twitter-Kommentare anguckt von irgendwelchen random 2 Zuschauern, CDL, MLG, möchte gern Pro-Streamern, plötzlich sind alle irgendwie am Heulen, keiner von denen weiß, warum er gebannt wurde. Noch nie hat irgendeiner davon so ein Tool gekauft. Trotzdem hatten sie gefühlt nach 4 Tagen einfach alle Tarnung fertig. Wo ich da sitze und denke, ich habe 12 Stunden am Tag am Anfang von MW3 dafür gegrindet und habe ein paar Wochen gebraucht. Also irgendwie faszinierend, wie schnell manche sind, während sie noch 8 Stunden nebenbei irgendwelche Trainingsmatches machen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Tatsache, dass die alle am Humheulen sind und dass man jetzt in Ranked aktuell, wenn ihr mal MW3 Ranked spielt, ihr seht sehr, 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 sehr wenig Accounts mit hohem Level und sehr, 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 sehr wenig Accounts mit den Mastery Camos, sieht für mich so aus, als hätte es tatsächlich die Richtigen getroffen und als wenn keiner von denen auch nur einen Grund hätte, sich weiterhin zu beschweren. Und wisst ihr was? Ich freue mich sehr. Die sind alle dumm. Wer für solche Tools, Cheats oder sonstiges Geld in Call of Duty ausgibt, ist einfach nur lost und sollte sich vielleicht überlegen, ob er ein falsches Game spielt. Es gibt da noch andere Games, da kann man das mit Sicherheit irgendwie dann besser kompensieren, was man nicht kann. Also so Minecraft oder, keine Ahnung, Polly Pocket. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Wir sehen uns.